Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück hier in diesem kühlen, luftigen Gasometer. Wir begrüßen zur Diskussionsrunde heute hier für eine knappe 45-minütige Runde Gabriele Fanter, Human Resources Manager der Sixt AG, zuvor viele Jahre in selber Funktion bei McDonald's Deutschland. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir begrüßen ganz rechts außen Herrn Seiler, der junge Mann ist Personalvorstand und Vorstand für Recht bei der Deutschen Bahn seit Anfang 2018 im Amt. Herzlich willkommen, Herr Seiler. Professor Dr. Helge Braun, Chef des Bundeskanzleramts und auch zuständig für die Digitalstrategie, wie der eine oder andere Kollege in der Bundesregierung auch. Aber ich glaube, Sie haben da schon den Hut auf. Herr Braun, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Und Christian Lindner, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und der FDP. Schön, dass auch Sie da sind. Herzlich willkommen. Danke. Wir fangen mit Ihnen an, Frau Fanter. Ich war neulich am Münchner Airport und habe mir ein Sixt-Auto gemietet und stand da, ich würde mal sagen, 20 bis 25 Minuten in der Schlange, bis eine sehr nette, charmante Kollegin mir dann mein Auto zugewiesen hat. Da habe ich mich gefragt, wenn ich in München, wenn ich in Berlin am Flughafen mit meinem iPad oder mit meinem iPhone mir einfach so ein Drive-Now hole, sehe ich gar keinen Menschen mehr. Wie lange gibt es bei Ihnen eigentlich noch so Service-Schalter-Fachkräfte, die einem ein Auto vermieten? Wir werden so lange Servicekräfte haben, solange der Kunde die möchte. Und gerade bei einem Flughafen wie München sind es nicht nur die Touristen, sondern auch viele Geschäftsreisende, die diverse Fragen haben zum Auto, zum Mietvertrag, welches Parkhaus jetzt angewählt werden soll bei der Rückgabe etc. etc. Und solange der Kunde den menschlichen Kontakt haben möchte, solange werden wir Menschen auch beschäftigen an den Countern und Stationen. Führt die Digitalisierung, die digitale Transformation bei Ihnen im Moment zu einem Stellenaufwuchs oder einem Stellenabbau? Bei uns zu einem Stellenaufbau, weil wir die neuen Prozesse, auch digitalen, im Bereich Share erstmal an den Kunden bringen müssen. Und die sind erklärungsbedürftig. Genauso wie Sie es in Berlin erleben, können Sie es eigentlich auch in München tun. Aber der Kunde muss erstmal den Weg zum digitalen Fahrzeug abholen finden. Herr Professor Braun, wir haben heute in den Panels am Vormittag viel über die Statistiken gehört, vor allem das Fachkräftemonitoring, das BMAS wurde immer wieder zitiert. Da gibt es eine relevante, seriöse Studie, nachdem bis 2025 2,1 Millionen Jobs, die wir bisher kennen, neu entstehen durch die digitale Transformation. 1,3 Millionen fallen weg. Das Saldo ist positiv, könnte man sagen, wunderbar. Bis 2035 sieht das, glaube ich, noch ein bisschen anders aus, was die Zahlen betrifft. Aber wenn wir sehen, was es für einen Switch gibt in dem, was gebraucht wird und dem, was wir im Moment vielleicht gelernt haben, müsste man ja sagen, die Weiterbildung, das lebenslange Lernen, was in jeder Sonntagsrede bei den Politikern vorkommt, müsste eigentlich das große Thema der Politik sein. Angesichts dessen, tun wir da genug in der Bundesregierung, dass Weiterbildung so bezuschusst, gefördert, mit einem ordentlichen, auch finanziellen Paket hinterlegt wird, damit wir diesen Switch schaffen, diejenigen dahin zu bringen, wo sie morgen einen Job haben? Ja, tun wir. Und erstmal diese Grundbotschaft, dass wir mehr neue Arbeitsplätze schaffen wollen durch Digitalisierung als die, die auf der anderen Seite wegfallen, ist ja mal eine sehr ermutigende. Und weil auch viele ja gesagt haben, vielleicht fallen ja 5 Millionen Arbeitsplätze ersatzlos weg. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, was wir mit den Menschen machen, die in unserer Gesellschaft gar nicht mehr gebraucht werden. Also die Analyse hielte ich für falsch und deshalb sind wir eigentlich auf einem positiven Weg. Wir haben also nicht ein Mengenproblem, sondern wir haben ein Qualifizierungsproblem. Und das ist etwas, das kann man positiv angehen. Die nationale Weiterbildungsstrategie ist sozusagen die Antwort auf diejenigen, die heute schon im Arbeitsprozess sind und sich umorientieren müssen. Und das wird ergänzt durch die Bereiche, die wir machen, von der Schule über die Hochschule, über die sonstigen Anpassungen auch im beruflichen Bereich. Und damit, glaube ich, werden wir es auch schaffen, dass wir die Arbeitskräfte so umqualifizieren oder qualifizieren, dass sie passfähig sind. Und für den Rest gibt es das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Herr Lindner, klingt ja so, als hätten wir alles im Griff. Aufstieg durch Bildung ist ja immer auch eine Botschaft der FDP gewesen, ist sie immer noch. Ist die Bundesregierung auf dem richtigen Weg? Tun wir genug, um Aufstieg durch Bildung oder auch Wechsel des Jobs durch Bildung dann eben hinzukriegen? Angesichts der Dimension der Veränderung muss man solche Maßnahmen ja bewerten. Und das, was Helge Braun beschreibt, das wäre ein gutes Programm gewesen in den 90er Jahren,
oder im letzten Jahrzehnt. Aber angesichts der fundamentalen Veränderung der Gesellschaft halte ich das für zu klein gedacht. Wir haben einen erheblichen Fachkräftemangel in den nächsten Jahren. Zu den Zahlen, die Sie genannt haben, Herr Brücker, kommen ja noch die hinzu, die aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden. Gleichzeitig verändert sich die Struktur von Branchen. Da müssen wir ganz anders ran. Menschen müssen möglicherweise mehrfach im Leben den Job wechseln, wollen das vielleicht auch. Zickzack-Biografien werden eher die Regel als die Ausnahme sein, sind Sie ja selbst das beste Beispiel dafür, dass man sich auch mal ganz anders neu aufstellt. Und was können wir dafür tun? Erstens brauchen wir einen anderen Mindset. Lebenslanges Lernen wird in Deutschland oft so mit als lebenslänglich und damit mit Gefängnis verbunden. Das ist keine Verheißung für die Leute, da muss sich was ändern. Ein Micro-Degree kann auch spannend sein. Und vielleicht ist das ein alternativer Urlaub. Zweitens, es ist nicht nur eine Aufgabe von Staat und Arbeitgeber, sondern wir müssen deutlich machen, auch jede Arbeitnehmerin, jeder Arbeitnehmer hat eine Verantwortung für seine eigene Qualifikation. Das könnte der Staat unterstützen, indem zum Beispiel wir eine Art Bildungssparen einführen. Aus dem Netto kannst du was zurücklegen und daraus kannst du Weiterqualifikationen irgendwann bezahlen oder einfach nur den Lebensunterhalt bestreiten, wenn du sagst, ich gehe ein halbes Jahr raus, weil ich was lernen muss. Und dann kann man das entnehmen aus einer steuerfreien Rücklage. Und das Dritte, wir brauchen ein komplett neues, zweites Bildungssystem für das lebensbegleitende Lernen. Wir müssen die gesamten Qualifizierungsbausteine, die es gibt, in irgendeiner Form vergleichbar machen. Der Weiterbildungsmarkt ist milliardenschwer, aber nichts ist vergleichbar. Der Kurs für Betriebsräte vom DGB ist nicht vergleichbar mit einem Business-English-Kurs. Deshalb ist es auch nicht unbedingt für die eigenen Bewerbungsverfahren messbar. Auch der Anreiz ist nicht groß genug. Und Universitäten, Berufsschulen, Fachhochschulen und so weiter sollten sich öffnen, zum Beispiel für Summer Schools, um Alumni dann nochmal im Sommer aufzufrischen mit Wissen, das sich zwischenzeitlich neu hat generieren lassen. Also ich glaube, kurz gesagt, wir stehen am Beginn einer Revolution in der Wirtschaft, also müssen wir die auch beantworten mit einer Bildungsrevolution. Sie können gleich sicherlich darauf antworten. Ich würde immer einige politische Projekte hat Christian Lindner genannt. Ich würde gerne Herrn Seiler noch eben in die Runde holen. Herr Seiler, jetzt sind Sie natürlich nicht das klassische Unternehmen, weil Sie mit der Politik, sagen wir mal, mehr zu tun haben als andere Unternehmen. Trotzdem die Frage an Sie. Es gibt 500 verschiedene Berufe in der Deutschen Bahn. Sie suchen, glaube ich, gerade 5000 offene Stellen. Also Sie haben, ein großes Problem, Leute im Moment zu bekommen. Jetzt könnte man bei Ihnen ja auch sagen, müssten Sie nicht innerhalb der Deutschen Bahn, ich sag mal, von einem Lokführer zum digitalen Stellwerksmeister wahrscheinlich auch sehr viel weiterbilden, um die Menschen, die in einem Job sind, die nicht mehr zukunftsfähig sind, in den neuen zu bringen. Wie viel von dem, was Sie machen, ist Recruiting draußen reinholen und interne Weiterbildung, um diese Stellen zu besetzen? Ja, wir müssen beides tun, das ist völlig richtig. Wir haben eine Demografie, die führt dazu, dass wir in den nächsten 10 Jahren rund die Hälfte der Belegschaft in Deutschland in Rente oder Ruhestand verabschieden. Da reden wir über eine Zahl von 100.000. Das heißt, wir rekrutieren auf Rekordniveau. Wir haben jetzt im September 4.200 Auszubildende eingestellt und wir werden dieses Jahr über 20.000 neue Kolleginnen und Kollegen an Bord holen. Das ist tatsächlich richtig, das ist der eine Teil. Das heißt, wir haben neben der Frage der digitalen Transformation auch die Transformation in der Belegschaft. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, wir müssen natürlich uns auch weiterentwickeln in der Frage der Qualifikationen. Und wir haben beides. Bei uns fallen Jobs weg durch Digitalisierung, neue entstehen. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir frühzeitig erkennen, wo diese Veränderungen stattfinden. Zum einen fürs Recruiting und zum anderen aber auch fürs Ausbilden und Qualifizieren. Dass es gelingt, haben wir bei uns intern auch eine eigene Einheit, den Jobservice, die genauso eine Radarfunktion auch hat, um frühzeitig zu erkennen, wo kann ich auch tatsächlich dann Leute hinbewegen. Ich habe heute früh 2 Beispiele genannt, ich will es noch mal kurz für die Runde auch sagen. Früher wurden die ganzen Ansagen am Bahnhof von Menschen gemacht. Das ist mittlerweile so 2 Drittel vom Computer. Das sind mehrere 100 Arbeitsplätze. Sie sagen immer dasselbe. Ja, aber 10 Minuten später. Ja.
Sorry. Herr Lindner, überhaupt kein... lag jetzt wirklich auf dem Spielfeld, dass den einer macht heute. Die Frage ist, Herr Lindner und Kolleginnen und Kollegen, was machen die 300 oder 400, die dadurch den Job nicht mehr haben? Und darum geht es ja, hier frühzeitig auch eine Perspektive aufzuzeigen und zu sagen, was gibt es für andere Möglichkeiten? Jetzt haben wir innerhalb der Bahn natürlich die Chance, aufgrund der Größe und Komplexität und auch der Frage der Vielfalt. Aber das sind schon beide Elemente. Wir müssen gucken, dass wir neue Leute an Bord kriegen, auch mit entsprechenden Fähigkeiten und gleichzeitig auch die intern so mobilisieren zur Veränderungsbereitschaft. Und da gehört genau das dazu, dass es auch darum geht zu verstehen, ich selber muss auch was dafür tun, um die Anschlussfähigkeit sicherzustellen und insgesamt das Unternehmen muss was tun, um die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Und dann kriegen wir auch die anderen Sachen noch in den Griff, Herr Lindner. Aber die Frage von Christian Lindner kann man ja direkt aufgreifen. Wäre eine vollständig autonom fahrende Deutsche Bank pünktlicher? Das ist aus heutiger Sicht in der Komplexität noch nie, überhaupt nicht vorstellbar. Wir müssen nochmal so einen klassischen Bereich, wir haben heute noch Stellwerke aus Kaisers Zeiten, die noch mit der Hand bewegt werden und wir haben auf der anderen Ende hochdigitalisierte Stellwerke. Das heißt, das ist eine Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren haben und ich denke mal, wir haben jetzt auch bessere Voraussetzungen, was Finanzierung angeht, in Infrastruktur. Das heißt, wir werden massiv in Infrastruktur, in Fahrzeuge, aber auch in Personal investieren. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass es auch gelingen kann, mit Klimaschutz Wachstum in Verbindung zu bringen und auch Beschäftigung zu generieren. Und das wird bei uns auch stattfinden. Frau Fanta, 9 von 10 Unternehmern, Unternehmen, die befragt wurden, unlängst in einer Studie, sagen, wir müssen viel, viel mehr tun in der Weiterbildung. Wenn dann die zweite Frage gestellt wird, ja, wer soll es denn machen, ist dann die Antwort schon nicht mehr so ganz eigentlich wir als Unternehmen, selbstverständlich, aber bitte auch irgendwie die Politik mit den Rahmenbedingungen. Wer ist denn jetzt wofür zuständig, um diesen Weiterbildungsgap, den wir offen ja alle diagnostizieren, zu schließen? Also ich glaube, man muss da differenzieren. Zunächst ist ja die Belegschaft nie ganz starr. Jedes Unternehmen hat Fluktuationen, auch die Deutsche Bahn und auch die besten und tollsten Arbeitgeber. Das heißt, man kann sich jederzeit mit der Ressource Mensch auch dort behelfen, wo es Engpässe gibt. Das machen wir als relativ kleines Familienunternehmen die ganze Zeit. Wenn wir sehen, dass eine Programmiersprache wie Python zum Beispiel nicht verfügbar ist und wir können da Menschen auch nicht so schnell hinentwickeln, gehen wir an den Arbeitsmarkt und schauen, dass wir eben solche Entwickler finden. Wir haben wie alle anderen Unternehmen auch eine interne Weiterentwicklungsakademie mit Kursen, Trainings etc. Aber es gibt eine natürliche Grenze, das ist die Bereitschaft des Mitarbeiters. Nicht alle Menschen wollen auch sich in jede Richtung weiterentwickeln, weiterqualifizieren lassen. Und da ist eben die Frage, was macht man mit solchen Menschen dann als Arbeitgeber? Lässt man die einfach dann da, sucht sich einen Schonarbeitsplatz für diese Leute oder kann man aktives Performance-Management machen? Und dann ist eben die Frage, was passiert, wenn aus einer Verweigerungshaltung so jemand in eine Arbeitsmarktmaßnahme fällt. Und da denke ich, ist die Politik schon gefordert, die richtigen Themen auszusuchen und Menschen eben dorthin zu qualifizieren, wo sie auch künftig erwerbstätig sein können. Herr Braun, ist das der Aufruf zu sagen, aus der Bundesagentur für Arbeit, wie es verschiedene Politiker auch verschiedener Parteien ja fordern, müssen wir eigentlich angesichts auch der Vollbeschäftigung, die wir haben, eine Agentur für Weiterbildung machen? Mit all ihren Kompetenzen, mit viel mehr finanzieller Unterstützung? Also ich habe den Eindruck, dass die meisten Menschen, wenn sie eigentlich das Ziel haben, während ihres Lebens möglichst wenig mit der Bundesagentur für Arbeit zu tun zu haben. Und das finde ich auch richtig so. Deshalb die Frage, wo ist die Rolle des Staates, muss man erstmal klar sagen. Bisher ist die Arbeitsteilung so, dass wir sagen, die Erstausbildung übernimmt der Staat. Das haben wir mit kostenlosen Studienplätzen und allem, was wir bisher anbieten, mit dem BAföG auch so geregelt. Und die Weiterbildung ist eigentlich eine Aufgabe sozusagen von jedem Einzelnen selbst und den Unternehmen. Angesichts der eben beschriebenen großen Herausforderung mit der nationalen Weiterbildungsstrategie sagt der Staat jetzt, wir können uns vorstellen, mehr Verantwortung zu übernehmen, aber keinesfalls die Gesamtverantwortung. Und das ist ein bisschen das, was hinter diesem Gedanken steckt, dass die Bundesagentur für Arbeit jetzt der Moderator in unserem Lebensprozess der Weiterbildung wird. Und da bin ich strikt dagegen, sondern wir müssen intelligente Dinge tun. Ein erstes jetzt im Jahressteuergesetz ist zum Beispiel, dass wir diese etwas willkürliche Grenze, dass eine Weiterbildung dann, wenn sie dem Betrieb dient, selbstverständlich kein geldwerter Vorteil für einen Arbeitnehmer ist, aber in dem Moment, wo sie etwas seiner allgemeinen Beschäftigungsfähigkeit dient und nicht spezifisch auf den Arbeitsplatz gemünzt ist, müssen sie Sorge haben, dass sie das irgendwie nachversteuern müssen. Das ist doch alles völlig verrückt. Und an solchen Stellen, sagen wir, übernehmen wir auch als Staat mehr Verantwortung. Das, was Christian Lindner angesprochen hat, wo wir auch uns darum kümmern, ist einheitliche Curricula, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein Markenzeichen des deutschen Bildungssystems, dass wir im beruflichen Bildungswesen genau wissen, wenn einer den und den Abschluss hat, was da dahinter steckt, was der kann.
Und im Weiterbildungssystem ist das sehr, sehr unklar. Da gibt es ein Sammelsurium von Zertifikaten, wo man das überhaupt nicht durchblicken kann. Das sind Dinge, da ist der Staat verantwortlich. Und im Bereich von Motivation, was Sie eben angesprochen haben, auch der Kommunikation, ja, kann man heute mit 40 noch beschließen, dass man hofft, dass man im Arbeitsleben, bis man irgendwann in Rente geht, am Computer vorbeikommt. Das sind Dinge, da sagen dann wir auch sehr klar Nein. Und das versuchen wir dann auch über die Weiterbildungsstrategie mit anzureizen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Wirtschaftsprüfer oder Versicherungsvertreter bin und ich ahne, dass mein Job eventuell in Teilbereichen sich automatisieren, digitalisieren könnte und ich will in dem Bereich eine KI-Schulung haben, ich will selber dort vielleicht zu einem Innovator werden, was mache ich dann, wenn mein Arbeitgeber das ablehnt und sagt, nee, das ist jetzt hier nicht vorgesehen in deinem Weiterbildungsprogramm, was mache ich dann außer zu kündigen? Also ob es jetzt eine gute Idee ist, wenn Journalisten in der Mitte der Karriere entscheiden, sie werden KI-Experten. Wäre das vielleicht hilfreich bei dem weiß, oder also ich würde es mir nicht zutrauen. Ich habe mal Politikwissenschaft studiert. Ich würde mir nicht zutrauen, jetzt mal eben auf Ingenieur umzuschulen. Ich würde irgendwas Verwandtes machen. Also, aber wie auch immer. Es geht ja um mehr Wissen zu den Themen, die wichtig sind. Klar. Ich habe es verstanden. Deshalb ist ja mein... dachte, man hätte Mut zum Scheitern. Mein Vorschlag ist... Mein Vorschlag ist, ja, aber nicht fahrlässig. Nicht sehenden Auges scheitern, okay. Ja. Gut. Danke. Lieber gut scheitern als schlecht scheitern. Okay. Aber jetzt zurück zum Thema. Ich bin dafür, dass wir das individualisieren. Da habe ich ja einen Vorschlag gemacht mit dem Bildungsschwarm. Ja. In dem Fall könnte man dann selbst sagen, ich suche mir meine Qualifikation und nötigenfalls nehme ich auch unbezahlten Urlaub und habe eine Unterstützung durch den Staat, weil er steuerfrei mir eine Bildungsrücklage ermöglicht hat. Und lieber Helge Braun, ich finde das ordnungspolitisch im Prinzip gut zu sagen, der Staat soll sich nicht in alles einmengen. Nur wenn es einen Bereich gibt, wo ich mir wirklich mehr staatliche Aktivität wünsche, Geld, Standardsetzung, dann ist das der Bildungsbereich. Wir können meinetwegen sehr viel weniger machen bei ärgerlicher Bürokratie am Arbeitsmarkt. Da möge der Staat sich zurückhalten. Auf der anderen Seite wesentlich mehr tun bei der Bildung. Ich glaube, das wäre eine richtige Prioritätensetzung. Helge Braun, direkt dazu. Ja. Und wenn wir bei Bildung von Universitäten, von Schulen und von allem reden, bin ich 100% dabei. Der Digitalpakt Schule ist ja so ein Beispiel, wo wir das auch machen. Aber als ich noch Bildungsstaatssekretär im BMBF war, da haben wir mit Liebe das Thema Bildungssparen versucht auf die Beine zu stellen. Und am Ende war das Problem das Gleiche, was wir bei der Riester-Rente und anderem sehen. Da spart jemand was an und dann liegt da eine Summe Geldes und dann stellt sich die Frage, nachdem wir dafür einen Steuervorteil gewähren, wer kontrolliert, dass er es auch wirklich für Bildung ausgibt? Und was ist Bildung? Ist das der Surfkurs? Ist das sozusagen die Gutscheine? Und dann drohte das Ganze zu einem bürokratischen Monster zu werden, was sozusagen weit, weit weg ist von dem, was man sich eigentlich als mal einfache Lösung vorgestellt hat. Und deshalb ist es am Ende nicht in die Umsetzung gekommen. Wir sind nach wie vor im Gespräch, auch mit den Bausparkassen, die da Interesse haben, mit verschiedenen Bankinstitutionen. Die Umsetzung, Bildungssparen ist ein gutes Projekt, aber es muss am Ende auch so einfach sein, dass man nicht dann noch einen staatlichen Kontrolleur hinterher schickt, der ein Incentive von 150 Euro mit 100 Euro Verwaltungsmaßnahmen. Aber da können wir uns doch gerne mal, bitte ich an, zusammensetzen, einen runden Tisch machen, überlegen, wie wir das Projekt zum Fliegen bringen können, ohne dass ein Jahrzehnt verstreicht, weil ich glaube, dass es da Möglichkeiten gäbe. Und Helge Braun ist ja, muss man wissen, Arzt. Und die Ärzte müssen sich ja weiterbilden und haben dafür ein System innerhalb der Medizin, ein Punktesystem. Also medizinhistorische Weiterbildungen geben, ich sage jetzt mal vereinfacht, einen Punkt und eine neue Methode, um Keramik in den Zähnen auszutauschen, gibt 5 Punkte. Ein analoges System könnten wir doch entwickeln für Weiterbildungsmaßnahmen. Da kann man sich dann auf den Weg machen. Dann braucht man nämlich, lieber Michael Bröker, auch nicht eine Bundesagentur für Qualifikation, um Gottes Willen. Ja, dann entscheidet die, welche Qualifikation sinnvoll ist oder nicht, sondern können wir es dem Markt überlassen, weil die Bedürfnisse für zukünftige Qualifikation, die sind
sind nicht bekannt an einer Stelle zentral, sondern die sind verstreut in Wirtschaft und Gesellschaft. Und deshalb müssen wir auch die Individualisierung des Bildungskurrikulums vorantreiben. Und dafür brauchen wir ordnungspolitisch überzeugendere Instrumente. Aber wir brauchen eine Struktur für Weiterbildung, die nicht zumindest staatlich gefördert oder auch staatlich organisiert wird, Frau Fanta, oder nicht? Ich denke mal, der Markt weiß auch immer, was man braucht. Da bin ich eher bei dem, das, was wir brauchen. Weiß ich nur nicht, wo ich es finde und wer es bezahlt. Und das Thema Bezahlen ist eben die Frage, wenn es dem Unternehmen wichtig genug ist, wird es natürlich auch bezahlt. Das ist klar, wenn man jemanden weiterentwickeln möchte oder man kauft sich eben die Ressource ganz normal vom Markt zu. Also Menschen, die Qualifikationen eben mitbringen. Ich glaube, es ist sehr schwierig, Bildungsmaßnahmen zu verordnen, weil Menschen, die lernen, dafür eigentlich eine intrinsische Motivation brauchen und verordnet, jeden zum KI-Experten zu machen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Herr Seiler, wie organisieren Sie jetzt in dem Großkonzern Deutsche Bahn? Manche einer dieser 500 Berufsträger bei Ihnen weiß ja auch, dass sein Job vielleicht in der Zukunft so nicht mehr aussehen wird oder ganz wegfällt und wünscht sich vielleicht von dem Arbeitgeber Deutsche Bahn dann auch eine Schulung, eine Weiterbildung in einem Bereich, der zukunftstauglicher ist, richtig? Ich würde es gerne ein bisschen breiter angucken. Zum einen müssen wir, glaube ich, gucken, was ist mit den Schulabgängern. Wir sehen, dass wir eine höhere Abbrecherquote haben, was uns wirklich mit großer Sorge bereitet. Das Zweite ist, die Ausbildung bei uns erstreckt sich schon lange nicht mehr auf reine fachliche Qualifikation. Wir haben begleitend in der Ausbildung mittlerweile Sozialpädagogen angestellt, die tatsächlich helfen, junge Menschen in ihrer Ausbildung zu begleiten. Und wir haben vielfach die Situation, dass wir Bildungsdefizite, die aus der Schule kommen, in der Ausbildung nachholen, nacharbeiten müssen. Das ist, glaube ich, ein großer Block, wo man verstärkt drauf gucken muss und auch im Sinne in der Frage der Investitionen. Der zweite Teil, da bin ich dann bei der Verantwortung auch ein Stück weit des Unternehmens. Auch dort haben wir gerade bei uns viele dieser Schulungen, die muss ich immer wiederholen, weil sicherheitsrelevante Sachen sind. Das sind also Dinge, die müssen stattfinden. Und es gibt darüber hinaus eben auch Veränderungsbereitschaft in der Frage der Qualifizierung. Und wir müssen, da kommen wir gar nicht drum rum, in Bereiche, die wir heute so nicht ausgeprägt haben, in Qualifizierung investieren, berufsbegleitend in der tatsächlich neben der Tätigkeit oder teilweise auch rausnehmend für eine weitergehende Qualifizierung. Und wir als Bahn investieren da einen ordentlichen dreistelligen Millionenbetrag in Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das wird eher zunehmend denn abnehmen. Und da brauchen wir eben die Rahmenbedingungen, die wir auch tatsächlich haben. Dritter Aspekt, wenn ich jetzt mal die Frage lebenslanges Lernen, ich mag den Begriff übrigens auch nicht, weil er sich so ein bisschen gestresst anfühlt, da müssen wir in der Tat auch über neue Wege nachdenken. Warum soll so beispielsweise eine Berufsschule nicht so ein Bildungszentrum sein für eine zweite oder dritte Qualifikation in meinem Leben? Weil ich diese Strukturen, die ich heute habe, nutze. Oder Janina Kugel hat heute Morgen gesagt, warum öffnen wir nicht Ausbildungswerkstätten, die abends ab 17 Uhr nicht mehr belegt sind durch den Betrieb? Also aus solche neue Wege, glaube ich, müssen wir viel breiter diskutieren, um auch Möglichkeiten, Rahmenbedingungen zu schaffen, auch für nicht so große Betriebe wie die Bahn, um dort auch Möglichkeiten zu geben, um in eine Qualifizierung reinzukommen. Also es gibt schon unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Bereiche, wo es sich wirklich lohnt, noch mal genauer hinzugucken, um die große Aufgabe tatsächlich zu bewältigen. Janina Kugel, gerade angesprochen, hat heute Morgen auch noch gesagt, fand ich auch sehr interessant. Wir reden ja hier über Weiterbildung und digitale Transformation, über Top-Qualifikationen. In Wirklichkeit erleben wir in Deutschland, dass es immer noch 50.000 junge Menschen gibt, die gar keinen Schulabschluss haben. Wenn wir das noch nicht mal mehr schaffen, in diesem Land hinzukriegen, brauchen wir doch wahrscheinlich über nationale Weiterbildungsstrategien gar nicht reden, oder Herr Braun? Doch, also wenn Sie sich mal den nationalen Bildungsbericht angucken, hat 600 Seiten. Brauchen Sie nicht lesen, sondern ich, weil Sie heute hergekommen sind, erzähle ich Ihnen in einer Sekunde, was da drin steht. Das ist nett. Es geht ja. Können wir das bei anderen Gesetzen auch so machen? Das wäre toll. Es geht ja nicht darum, denjenigen, der heute keinen Schulabschluss hat, zum Nobelpreisträger zu machen, sondern wir müssen in der ganzen Breite einfach mehr Ehrgeiz im Bildungssystem haben, dass wir alle um 10% besser qualifizieren als heute. Dass wir keinen aussparen. Keiner muss einen Sprung machen, aber jeder einen Schritt. Und dann haben wir es im Grunde genommen schon geschafft. Deshalb muss man den Menschen über dieses, was auf sie zukommt, auch keine unnötige Angst machen. Sondern man muss einfach sagen, wir selbstverständlich alle, die keinen Schulabschluss haben, müssen einen Schulabschluss machen. Und diejenigen, die heute einen Schulabschluss haben, die sollen sich dann eine zweijährige Ausbildung zutrauen. Und die, die das haben, eine dreijährige. Und so kommen wir immer weiter. Und natürlich müssen wir auch am Ende
den Mut haben, was in der Politik zu kurz kommt, über Exzellenz zu reden. Diejenigen, die heute sagen, mir reicht ein einfacher Studienabschluss und dann arbeite ich mein ganzes Leben, die sollen mal gucken, ob sie nicht noch mehr können, damit wir auch Spitzenkräfte haben, die sozusagen auf Weltniveau mitspielen. Da brauchen wir auch ein paar mehr von. Ja, und wir haben ja auch Spitzenkräfte im Bundestag ohne Studienabschluss. Da müssen wir ja eh viel durchlässiger werden, dass da alles möglich ist. Ich war Christian Lindner. Ich habe einen Master. Ich weiß. Ich nur mal gucken, was Christian Lindner sagt. Christian Lindner, Vollbeschäftigung als Ziel der Bundesregierung steht sogar im Koalitionsvertrag, auch als Ziel der FDP und anderer Parteien natürlich ein Ziel. Ist es trotz der globalisierten digitalen Welt auch auf Jahre hinaus noch zu erreichen oder gerade wegen der digitalen Transformation nicht mehr und wir müssen uns irgendwann daran gewöhnen, dass es einen Teilbereich der Gruppen in diesem Land gibt, die abgehängt bleiben von den neuen Jobs und dem, was man erwartet? Also würde man das bejahen, wäre es ja eine sozialpolitische Kapitulationserklärung. Also es wird Gruppen geben, die besondere Zuwendung bedürfen, aber ein sozial verantwortlicher Staat darf doch nichts unversucht lassen, um jedem individuell Chancen zu eröffnen. Ich fand sehr gut, was Helge Braun gesagt hat. Das Bild, nicht jeder muss springen, aber jeder soll einen Schritt tun können, das muss der Anspruch sein. Da haben wir die Frage der Erstausbildung. Viele Auszubildende, die nicht ausbildungsreif sind oder Interessierte, die nicht ausbildungsreif sind. Dann haben wir auf der anderen Seite aber eben auch Erwachsene mit ungenügender Qualifikation, die niemals im Erwerbsleben angekommen sind. Und da verschränkt sich Sozialleistungsbezug, Migration und Bildungsarmut. Wenn 75% der Syrer, die nach Deutschland gekommen sind, im Hartz-IV-Bezug sind, dann hängt das auch damit zusammen, dass da ganz grundlegende Qualifikationen, also Lesen und Schreiben, nicht vorhanden ist. Und da müssen wir möglicherweise bei unserer Förderung durch den Sozialstaat auch anerkennen, dass auch wenn jemand Mitte 30 ist, es lohnenswert sein kann, ganz grundlegende Fähigkeiten zu vermitteln, dass man nicht sagen kann, okay, der ist jetzt leider Mitte 30, jetzt lohnt es nicht mehr, den zu alphabetisieren. Die Verheißung ist lebenslanger Hartz-IV-Bezug, sondern muss man auch dann den Schritt anbieten und vielleicht auch, wo nötig, mit einem gewissen Nachdruck dazu einladen, Qualifikationsmaßnahmen anzunehmen. Qualifikationsmaßnahmen, Herr Seiler, mich würde interessieren, wir reden über, jetzt lassen wir den Begriff lebenslanges Lernen mal weg, aber wir sind uns sicher, digitale Weiterbildung ist wahrscheinlich für jeden Berufszweig unabdingbar, unverzichtbar, egal in welchem Alter wird man es brauchen, wenn man am Arbeitsleben teilhaben möchte. Zugleich erleben wir, Sie wahrscheinlich genauso wie wir, in Bewerbergesprächen eine völlig neue Note von Prioritäten, die diese jungen Leute gerne in ihrem Job hätten. Das ist früher eine Arbeitszeit-Freizeitentscheidung, die hat sich eigentlich inzwischen Richtung Freizeit vielleicht oder mobiles Arbeiten oder ich hätte ganz gerne noch die Wohnung dabei oder vielleicht einen E-Roller, Flatrate-Abo. Auf jeden Fall wird da über sehr viele Dinge diskutiert in so einem Bewerbergespräch, aber nicht mehr, wie viel Geld und wie schnell kann ich Karriere machen. Kannst du die Leute zu uns dann schicken? Ja. Mit dem E-Roller. Die nicht mehr nach Geld fragen. Ja. Ach so, die, ja, also Herr Seiler, ich weiß nicht, korrigieren Sie mich, gibt es eine neue Anspruchshaltung für die jungen Leute, die in einem Nachfragermarkt bei Ihnen arbeiten wollen und noch nicht mehr alles das akzeptieren, was Sie selber in einer Stellenausschreibung anbieten? Ja, zunächst mal ist es tatsächlich so, dass es auch um eine faire Bezahlung geht. Und ich glaube, die kann man bei uns wirklich unterstellen. Aber es geht um viel mehr mittlerweile. Es geht natürlich um die Frage, wie passt denn der Job, den ich da annehme, eigentlich zu mir selber? Was passiert da in Fragen der Arbeitszeit? Arbeitszeiteinteilung ist ein ganz großes Thema. Und da diskutieren wir viel zu verengt immer die Büroarbeitsplätze und die Frage von New Work. Wir müssen über die Bereiche sprechen, die wir zu Tausenden in betrieblichen Einheiten haben. Wie können die teilhaben? Also das ist eine große Frage. Da geht es auch nicht nur um Vollzeit oder Teilzeit. Da geht es auch um die Frage, wie viel Urlaub kann ich haben? Habe ich Langzeitkunden, wo ich mir mal ein Sabbatical erwirtschaften kann? Auch das spielt eine große Rolle. Und auch bei jungen Menschen, das darf man nicht unterschätzen, spielt eine Frage eine Rolle. Gibt es eine betriebliche Altersversorgung? Also das heißt, es ist nicht mehr so eindimensional, was ist der Stundenlohn und wo muss ich jetzt Montag bis Freitag oder Samstag hin, sondern es ist viel, viel, vielschichtiger geworden. Und die große Kunst ist, dass wir die Dinge zueinander bringen. Dass wir sagen, wie können wir ein Unternehmen, auch gerade, was ja sehr stark im Dienstleistungsbereich unterwegs ist, so gestalten, dass wir es in Einklang bringt mit den Interessen der Beschäftigten. Und das ist die größte Herausforderung und da sehen wir auch tatsächlich Veränderungen.
Veränderungen. Auf der anderen Seite macht es ja auch gerade mein Job und unser Job sehr spannend und interessant. Aber da braucht es Antworten, und zwar sehr konkret. Und da könnte ich natürlich jetzt in Beispiele einsteigen, wo wir tatsächlich jetzt nicht nur tarifvertraglich, sondern auch im Betrieb Regelungen haben, was insbesondere die Arbeitszeiteinteilung angeht, wo Beschäftigte Einfluss nehmen können auf ihre Dienstschichten und auch die Frage, wann habe ich frei oder wann habe ich nicht frei. Wir haben Wahlmodelle integriert, wo Beschäftigte wählen können zwischen mehr Geld, mehr Freizeit, also mehr Urlaub oder kürzere Wochenarbeitszeit, oder Vollzeit, Teilzeit, das ist bei uns auch keine Frage. Also das heißt, das sind alles Dinge, wo wir auch an Attraktivität natürlich gewinnen, wo Beschäftigte sagen, jawohl, da gibt es Modelle, die passen zu mir, passen zu meinem Leben und die kann ich auch verändern, weil die Ansprüche sind vielleicht mit 25 andere, wie mit 35 oder mit 45. Und das sind, glaube ich, die Antworten, die wir auf die Zukunft finden müssen, um uns tatsächlich attraktiv zu machen. Und das ist auch das, was nachgefragt wird von Bewerberinnen und Bewerbern in Gesprächen. Oh. Frau Fanta, ich weiß nicht, 7000 Mitarbeiter bei der Sixt AG, wie viele davon arbeiten im Homeoffice oder haben einen Homeoffice-Anteil? Wenn Sie beim Kunden sind, haben Sie es natürlich nicht so einfach. Der Kunde erwartet ja die Präsenz, genauso wie in einem Callcenter. Sie können es natürlich auch von zu Hause aus machen, aber Sie haben halt Dienstpläne. Ja. Ich würde gerne zum Thema Rekrutierung noch einen Aspekt ergänzen wollen. Wir Arbeitgeber machen mehr Kompromisse. Ich glaube kaum, dass die meisten Unternehmen in Deutschland noch das formale Anforderungsprofil angucken, den Bewerber und sagen, passt nicht raus, weil dafür ist der Arbeitsmarkt halt einfach für diejenigen, die Arbeit suchen, zu gut. Und da fängt es nämlich auch an, da muss man einfach schauen, wie überbrückt man das, was man da sieht im Bewerbungsgespräch, mit dem, was die betrieblichen Anforderungen sind, wie bringt man dann A zu B und wie lernt man dann miteinander. Und man muss wahrscheinlich neue Formen des Recruiting finden in der Ansprache, den Wegen, was können Sie da mal aus Ihrem Unternehmen berichten? Haben Sie Probleme, junge, neue Leute zu finden? Wir haben bei den Jüngeren weniger Probleme, weil wir sehr digital sind. Wir haben alles vom Recruiting-Portal bis zum Personalplanungsinstrument selbst programmiert. Das ist also sehr durchgängig, also hat man auch eine durchgängige Bewerbererfahrung als Bewerber. Wir haben eher Themen mit der Zielgruppe, die am Wochenende viel durch die Medien gegangen ist. Wer will heute noch in Führung gehen? Mhm. Wer möchte auch in einer VUCA-Welt im agilen Arbeiten Verantwortung übernehmen? Wir tun uns deutlich schwieriger und schwerer mit dem Thema Management, mittleres Management, aber auch Top-Manager zu finden, die darauf richtig Lust haben, bei einer Altersdurchschnittsgruppe von 34 Jahren bei uns im Unternehmen. Herr Gebraun, wenn Sie zur Bundeskanzlerin gehen und sagen, Angela, ich weiß nicht, duzen Sie sich? Ja. Angela, immer wieder schön zu wissen. Angela, sag mal, montags mache ich jetzt ein bisschen Familie, Work-Life-Balance, was sagt die dann? Muss ja möglich sein, auch im Kanzleramt. Das mache ich schon gar nicht, weil die Arbeitsbeschreibung ist ja schon ganz anders. Und das Interessante, was wir erlebt haben im Kanzleramt, war, wir haben ja auch zwei Stellen ausgeschrieben für sozusagen Grundsatzreferat Digitalisierung und hatten Sorge, weil wir natürlich da überhaupt nicht besser bezahlen können als im öffentlichen Dienst. Und mir war auch klar, dass ich dann so einem Bewerber, der dann wirklich aus der digitalen Welt erstmal erklären muss, was Kernarbeitszeit in der Bundesverwaltung so heißt. Und das Ergebnis war aber, wir hatten für die zwei Stellen über 1200 Bewerbungen. Und die wirklich guten Leute, die waren alle bereit, auf Gehalt zu verzichten, um bei uns zu arbeiten. Und zwar nur aus einem einzigen Grund. Weil sie das Gefühl hatten, wenn ich da an der Digitalisierung Deutschlands in der Regierungszentrale mitarbeite, tue ich etwas Sinnstiftendes. Und das ist etwas, das, glaube ich, gab es vor 20 Jahren einfach noch nicht. Und übertragen, glaube ich, auch auf Unternehmen und generell die Frage, unterscheide ich in meinem Arbeitgeberpool sozusagen in die Indianer, die die Arbeit machen, und die Häuptlinge, die die Konzepte entwickeln. Das ist so ein Grundproblem. Je mehr Leute man sagt, ihr könnt sinnstiftend an dem Projekt insgesamt mitarbeiten, findet man auch die ganz coolen Leute. Wenn man sagt, ihr seid ein Rädchen im Getriebe, ihr müsst funktionieren, dann wird es sehr, sehr schwer, wirklich tolle Leute für sich zu gewinnen. Also Helge Braun kann den HR-Claim bringen, wer bei uns sich bewirbt, darf regieren und gestalten. Das könnt ihr natürlich dann nicht schreiben, ne? Kommt Zeit, kommt Rat. Ja? Kommt Zeit, kommt Rat. Sie hatten jetzt auch wirklich Zeit nachzudenken. Ist ja kein Blitzschach hier. Nein. Kasparow, Helge Braun hat, glaube ich, einen sehr sinnvollen, ernsthaft einen sinnvollen Gedanken gesagt. Sinn. Ich glaube, dass Sinn und Selbstbestimmung für viele, die in den Beruf einsteigen oder
schon im Berufsleben sind, eine viel größere Bedeutung haben als früher. Das hängt ein bisschen mit unserer sehr guten wirtschaftlichen Lage zusammen. Da die materielle Not nicht so groß ist, kommen postmaterielle Werte stärker zum Tragen. Und Selbstbestimmung, Work-Life-Balance, all das spielt da eine Rolle. Und das führt eigentlich ja auch zu eigentlich ganz anderen Anforderungen an Führung in Unternehmen. Also Arbeitnehmer, die Sinn sehen wollen, die selbstständig arbeiten wollen, die wollen nicht geführt werden nach dem Prinzip Befehl und Kommando, sondern die wollen eigene Verantwortung übernehmen. Das müsste sich übrigens Fußnote auch mal auswirken auf das Verhältnis zwischen Bürger und Staat, denn der Staat behandelt die Bürgerinnen und Bürger noch so wie der Fabrikant seine Beschäftigten vor 150 Jahren, traut ihnen gar nichts zu, gibt nur Kommandos. Das ist in der Wirtschaft längst anders. Im Verhältnis Bürger-Staat, Gesetzgebung haben wir noch dieses alte Hierarchiedenken, wo man den Leuten nicht zutraut, selber zu entscheiden. Das ist das eine und das andere. Natürlich müssen auch die Regeln des Arbeitsmarktes angepasst werden. Ich finde es großartig, was Sie, offensichtlich Herr Seiler, in Ihrem Unternehmen auf den Weg bringen wollen, im Rahmen dessen, was der Gesetzgeber erlaubt. Aber früher hatten wir doch einen Gesetzgeber, der mit dem Arbeitsrecht versucht hat, die Menschen vor Ausbeutung zu schützen. Heute habe ich den Eindruck, der Staat schützt die Menschen vor sich selbst. Ich sage mal die Beispiele Mindestruhezeit. Du arbeitest flexibel am Tag, 15 Uhr gehst du aus dem Büro, 22 Uhr, Kinder sind längst im Bett, setzt du dich nochmal an die E-Mails, bedeutet 11 Stunden Ruhepause, dann kannst du erst am nächsten Morgen um 10 ins Büro kommen, obwohl du vielleicht sagst, ich wollte doch nur das abarbeiten, was ich nachmittags nicht geschafft habe. Jetzt kommt diese verrückte Stechuhr über das Urteil aus Luxemburg, möglicherweise über Deutschland, wo jede Minute erfasst werden muss. Also die Leute wollen mehr Selbstbestimmung und Flexibilität. Es kommt ein bürokratischer Tsunami. Werkvertragregelungen. Ja, es gibt Leute, die wollten gar nicht von Andrea Nahles geschützt werden vor der Selbstständigkeit, sondern die waren gerne selbstständig und als Freelancer im IT-Bereich möglicherweise auch besser bezahlt als eine Bundesministerin, obwohl sie 3 Monate im Jahr nur neues Zertifikat bei der SAP machen. So, dann haben wir diese Werkvertragregelung. Was will ich sagen? Ich glaube, wir könnten am Arbeitsmarkt im Grunde zurück auf die Bestimmungen der EU-Arbeitsmarkt- bzw. Arbeitszeitrichtlinie, weil wir längst die Beschäftigten nicht mehr vor den Arbeitgebern schützen müssen. Oft genug ist es ja so, dass man die Arbeitgeber vor den Ansprüchen der Arbeitnehmer schützen muss. Christian Lindner, also bei den Ruhezeiten fällt mir nur sofort ein, dass ich ganz froh bin, dass der Lkw-Bereich bei den Ruhezeiten gemaßregelt ist und die eben nicht aufgebrochen werden. Das ist aber ist ein anderes Thema, ich weiß. Genau. Helge Braun, die Frage ist ja durchaus berechtigt. Müssen wir zu einem völlig neuen Gefühl oder auch Regelwerk für die Arbeitszeit kommen? Zum Beispiel das, was mit dem persönlichen Arbeitszeitkonto ja immer wieder auch diskutiert wird. Wir sparen mal an in der Phase, wo ich extrem viel arbeite, gerne auch nochmal die E-Mail abends schreiben möchte, weil ich gerade die Idee dazu habe. Dafür habe ich aber 2 Monate im Jahr, wo der Arbeitgeber mir dann, Urlaub gibt oder Weiterbildungsurlaub, also dass wir sich die Arbeitszeit völlig anders verteilt, als wir es bisher heute auch in Tarifverträgen diskutieren? Ja, absolut müssen wir. Und das, was Christian Lindner gesagt hat, ist ja auch ein Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das Problem war, dass natürlich auf Seiten der Gewerkschaften und auch des Koalitionspartners da wieder sehr viel Sorge ist, dass das dann erzwungen wird, dass man abends noch in die E-Mails gucken muss und so. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag jetzt bisher nur eine Experimentierklausel zum Arbeitsrecht drinstehen, nicht sozusagen eine grundlegende Veränderung, aber die müssen wir wenigstens so umsetzen, dass auf der Grundlage von betrieblichen Vereinbarungen man wirklich die Arbeitszeitregelung sehr, sehr flexibel regeln kann. Ich glaube, wenn man das auf der Grundlage betrieblicher Vereinbarungen macht, dann kann man auch vielen in den Gewerkschaften die Sorge nehmen, dass da irgendwas Unanständiges vom einzelnen Arbeitnehmer verlangt wird. Und dann kann man das, was im einzelnen Betrieb erforderlich ist, trotzdem die Tat umsetzen und vor allen Dingen einen Beitrag leisten zur Flexibilität, auch wenn man mal zu Hause was macht. Das wäre schon ein Riesenschritt. Und das, da drücke ich so bald auf die Tube, wie ich den Eindruck habe, dass der Koalitionspartner in der inneren Verfassung ist, dass er da mutig ist. Ja. Und sonst hat man vielleicht ja bald auch andere, man weiß das ja nicht, mit den Koalitionspartnern, Herr Braun, ne? Mit denen das einfacher geht vielleicht? Tja, Spekulation.
Ja, ich wollte nur gucken, wie er antwortet, ob er jetzt in Ihre Richtung guckt, Herr Lindner, oder an die Grünen denkt, aber er lässt sich nicht in die Karten die schauen. Die Grünen sind restriktiver als die SPD gewesen in der Vergangenheit in den Fragen. Wir haben jetzt hier keinen Grünen auf dem Podium, das ist übrigens auch sehr selten der Fall, insofern lassen wir das jetzt mal über die Grünen zu reden. Herr Seiler, die ungewöhnlichste Recruiting-Maßnahme der Deutschen Bahn in den letzten Wochen und Monaten? Jürgen Rüttgers, ja. Ja, also eine davon, wir haben mehrere am Start. Wir müssen ja total innovativ sein, weil die Zeitungsanzeige alleine, die reicht lange nicht mehr aus. Ach so. Ein innovatives Beispiel, wir haben in München, wo ja der Arbeitsmarkt recht schwierig ist, aber übrigens auch in Frankfurt genau das Gleiche gemacht, zwei Eisenbahnwaggons in den Bahnhof gebracht und haben dort unmittelbare Recruiting-Gespräche durchgeführt. An zwei Tagen in München kamen 200 Leute, die Lokführer werden wollten und wir haben 68 eingestellt. Das heißt, dahin gehen, wo die Leute sind. Klassische Lokführer, Hemmschwelle runter machen, die kamen mit ihren Bewerbungsunterlagen vorbei. Und das Besondere, was wir gesagt haben, am Ende des Gesprächs gibt es unmittelbar eine Aussage und eine vorläufige Einstellungszusage. Mhm. Und das sind natürlich ganz andere Formen, wie wir da rangehen und gehen da auch auf Leute zu. Und das müssen wir auch tun, weil abzuwarten, das geht in dem heutigen Markt nicht. Das hat Frau Fanta gesagt, wir haben einen absoluten Bewerbermarkt. Und da müssen wir immer wieder neue Dinge machen. Wir haben jetzt gerade noch am Laufen, die endet am 2. Oktober dann in Berlin, eine Jobtour, wo wir 7 Wochen lang bundesweit unterwegs sind, mit Wohnwagen mitten in die Städte reingehen, dort Bewerbungsgespräche durchführen. Und wir haben jetzt in den ersten 20 Stationen, die wir hinter uns haben, 5000 Bewerbungsgespräche geführt und haben auf dem Stand 500 Leute eingestellt. Das heißt, das sind neue Formen, wo wir rausgehen, wo wir auch in einer anderen Form in die Ansprache gehen. Und vielleicht ein allerletztes Beispiel, wir haben letztes Jahr für Auszubildende, die quasi nach der Schule zu uns kommen, das Bewerbungsschreiben abgeschafft. Da gab es eine riesige Diskussion in sozialen Medien, ist das richtig oder falsch? Das ist doch eigentlich die Visitenkarte und da sieht man doch, ob die Leute schreiben können oder nicht. Naja, man kann sich sowas auch bei Google mittlerweile bequem runterladen. Aber allein die Tatsache und die Diskussion drum hat bei uns die Zahl der Bewerber um 10% erhöht. Also das sind auch Dinge, die da ganz anders heute passieren, ganz andere Mechanismen, die da greifen. Und natürlich geht man am Ende auch auf Qualität. Und ich glaube, das können wir auch bei 100.000 jungen Menschen, die sich bei uns bewerben für 4.200 Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze. Ich glaube, das macht es dann deutlich, dass wir durchaus auch attraktiv sind, was zu bieten haben. Aber wir müssen neue Wege gehen. Wir müssen innovativ sein. Wir dürfen uns nicht ausruhen und müssen da immer wieder auch neu ansetzen, um tatsächlich auf dem Bewerbermarkt attraktiv zu sein. Ja. Abschlussrunde, kurze Frage, kurze Antwort. Herr Seiler, wie lange gibt es denn den Lokführer noch, den Sie jetzt gecastet haben in dieser Funktion, in diesem Profil? Der wird es noch sehr, sehr lange geben. Wir werden natürlich weiterhin fahrunterstützende Elemente reinkriegen, wie beim Auto auch. Aber wenn wir heute einen Lok kaufen, dann kaufen wir die für 30 Jahre. Also die gibt es noch auf lange Sicht. 30 Jahre? Ja. Helge Braun, wie lange hat diese Bundesregierung noch die Digitalisierung und die digitale Transformation der verschiedenen Bereiche auch tatsächlich in verschiedenen Ressorts untergebracht? Oder anders gefragt, wird es bei der nächsten Bundesregierung auf jeden Fall anders sein? Ein bisschen anders wird es definitiv nächstes Mal. Was heißt ein bisschen anders? Also, naja, es gibt ja diese Diskussion immer, brauchen wir ein Digitalministerium, ja oder nein? Und das ist keine Ja- oder Nein-Frage, sondern die Frage, was kommt da rein? Und letztes Mal war der Streit so nach dem Motto, nimmt man aus der Wirtschaft die Digital-Startups raus und dann ist er noch für Bio-Startups zuständig, aber nicht mehr fürs Digitale und dann sammelt sich im Digitalministerium eine Parallelwelt und alle anderen Ministerien machen die Analogwelt. Das wäre eine Katastrophe. So darf es nicht sein. Aber wenn man darüber nachdenkt, ob man als Nukleus für so ein Digitalministerium die Fragen des E-Governments nimmt, die Fragen der IT-Infrastrukturen und auch die Infrastrukturen im Land, dann hätte man eine Basis, wo man ein spitzenmäßiges Digitalministerium daraus machen kann. Das wäre Ihr Vorschlag fürs nächste Mal. Das wäre meine Idee. Gut, das haben wir auch verstanden. Frau Fanta, wie wichtig ist die sehr kreative Sixt-Werbung beim Recruiting? Absolut wichtig. Und noch wichtiger sind unsere Mitarbeiter, weil unser Kanal der Wahl ist eben Peer-Recruiting. Wir versuchen sehr viel über Hackathons oder andere Meetups eben von Mitarbeitern für neue Mitarbeiter Werbung zu machen. Christian Lindner, Sie haben das Wort Zickzack-Biografie ins Spiel gebracht, finde ich sehr interessant. Welchen Teil dieser Zickzack-Biografie steht in Ihrer Vita 2021 im Herbst? Das kann man noch nicht wissen. Ist alles drin. Ja. Und wenn Sie es sich aussuchen dürften? Dann übernehme ich das Ministerium, was Helge Braun eben gebaut skizziert hat. Ja. Wunderbar. Ich bedanke mich bei allen für die Diskussion. Schönen Tag. Vielen Dank. Ja.